Willkommen zurück zur Bowser-Party im Karlschloss. Stoppe die Rädchen durch Berühren und greife damit Kugelwillis an. Also ich muss quasi diese Rädchen einfach nur stoppen und dann greifen Kugelwillis an oder so. Wir sind gerade mittendrin, dem Team Mario ordentlich ans Auszuwischen. Klappt auch bisher mit mäßigem Erfolg. Hoffentlich werden wir sämtlichen Charakteren alle Herzen stehlen. Kann ich jetzt nicht starten? Jetzt kann ich starten. Jetzt darf ich starten. Okay. Dann mal. Hua. Donkey Kong. Donkey Kong. Und Waluigi. Ach so, diese Charaktere werden ja niemals angegriffen. Ich kann ja mal so. Ach, seht ihr auch, ne? Seht ihr ja auch, was ich hier auf dem Gamepad veranstalte? Hua. Ich hoffe, die werden auch getroffen. Beeilung. Die werden zu wenig getroffen, wie ich finde. So, nochmal das Ganze hier. Hallo, ihr müsst alle sterben! Also, okay, Waluigi ist schon mal down bis jetzt. Zum zweiten Mal sogar schon. Und Daisy ist auch nahezu davor. Aber weiterhin halten sich hier Donkey Kong und Mario sehr gut. Ganz zu unserem, zu Bowsers Ungunsten. So. Das Team Mario. Mit einer 1 bewegen sie sich voran. Das ist doch schon mal grandios. Das freut mich. Eine Falle. Nochmal 3 Abzug. 3 Ministerne Abzug. Sehr schön. Und ein 4-5-6 Würfel für den guten Donkey Kong. Jetzt folgt Mario. Aber das Doofe ist halt, wie gesagt, dass das Ziel schon nahezu erreicht ist. Heißt also für uns, wir müssen uns ziemlich ranhalten. So, war da jetzt eine Falle? Nee, oder? Leider nicht. Schade. Gut, Waluigi ist am Zug. Ach so, der ist dann am Start jetzt wieder. Der hat ja... Der war ja am Ende seiner Kräfte. Hat einen 4-5-6 Würfel für die Gruppe wahrscheinlich dann gewonnen. Genauso ist es auch. Eine 6. Scheißdreck aber auch. Und sie nähern sich und nähern sich und sind auf der Zielgeraden. Oh, verdammt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Sie greifen in unserem Refugium an. Und wollen uns entwischen. Das kann ich so nicht stehen lassen. Nur noch ein kleines Stück bis zum Ziel. Viel Glück. Und da kommen wir auch schon. Wir kommen bis ganz da vorne angerast? Unglaublich. Jetzt sind wir mächtig wütend. Jetzt sind wir hier mächtig wütend. Oh nein, aus den Bowser-Würfeln ist ein super Bowser-Würfel geworden. Das ist ein unglaublich fieser Würfel, mit dem euch Bowser sofort schnappen kann, sobald ein Bowser-Zeichen erscheint. Das auch noch. Ab hier würfelt ihr und Bowser abwechselnd. Lasst euch nicht von ihm schnappen. Es geht also hier endgültig in Richtung Zielgerade, so kann man es wirklich sagen. So, eine 2 für Donkey Kong. 2 Felder weiter, scheiße! Das darf doch so nicht wahr sein. Aber jetzt sind, wie gesagt, wir dran und dürfen hier alles versuchen, in die Waagschale zu werfen. Hoppa! Ich will jetzt würfeln, verdammt! Was erscheint hier? Eine 3, das ist zu wenig. Papa, mit so einem Würfelwurf holst du sie nie ein. Du darfst einmal neu würfeln. Das auch noch. Ich wollte doch neu würfeln. Hä? Aber ich habe wahrscheinlich A gedrückt statt B. So eine Scheiße aber auch. Jetzt habe ich dem Team noch geholfen. Kacke aber auch. So eine 1. Das schaffen wir doch locker jetzt, oder? Die 1 zu holen. Down mit euch. Eine 2, ich glaub's nicht. Ich will nochmal würfeln. So, jetzt drücke ich mal B. Nochmal würfeln, sehr schön. So, was haben wir jetzt? Eine 4. Das reicht doch garantiert aus. So sieht's mal aus.
Es kommt zu einem weiteren epischen Bowser-Minispiel. Wir spielen Bowsers böses Bingo. Okay. Halte ZL und ZR gedrückt und hebe das Gamepad schnell an, um zu würfeln. Zeit für Bingos. Wir müssen also quasi Bingos herbeiführen, damit unsere lieben Freunde ganz viel Herzen verlieren. Also kein Bingo, wo die Kandidaten was gewinnen können. Nee, das ist hier anders. Huh. Ach so. Jetzt geht's erst los, oder was? Hopp. Was haben wir hier? Ein Fisch. Schon mal gleich ein Bingo hier. Sehr schön. Okay, Runde Nummer 2. Was haben wir jetzt im Angebot? Schon wieder das scheiß Fischding. Heißt also keine Neuerung. Da musst du besser würfeln, du Idiot. Scheiß Bowser. Huh, jetzt aber. Jetzt haben wir so ein Stachelvieh. Bringt aber leider kein Bingo bei einem guten Mario. Der hat also Glück, der Penner. So noch 2 Runden nur noch. Mann. Noch mindestens ein Bingo muss daher. Koopa, sehr gut. Bingo Nummer 2. Gibt's auch ein Dreifach-Bingo? Könnte passieren. Bei der guten Daisy. Aber die hat eh verloren, oder? Die hat auch sowieso schon verloren. Alle Herzen zumindest. Okay. Sehr gut. Wir haben in der Tat schon mal ein Dreifach-Bingo. Was wird passieren? Wie viele Herzen werden die Kandidaten verlieren? Boah, wie doof ist das denn? Die war schon besiegt. Die anderen beiden verlieren nur 2, 3. Sehr doof. Na, immerhin. Nur noch 2 Kandidaten verbleiben. Auf den Weg zum Ziel. So, Waluigi würfelt jetzt nochmal einen 4-5-6 Würfel. Für das Team. Und was macht Daisy? Darf auch nochmal was. Nochmal einen Würfel. Und einen zweiten 4-5-6 Würfel. Kacke aber auch. Okay, das heißt, den werden sie auch gleich mal einsetzen wahrscheinlich. Am besten nur eine 4. Was für eine Chance. Ne, eine 6. Scheiße. Heißt also entweder ein Bowser-Symbol oder eine 6. Muss schon jetzt her. Los, Bowser. Schon okay. Geht los. Och, verdammt, eine 3. Nochmal neu würfeln auf jeden Fall. Finde ich ja auch fair, dass wir das dürfen. Dass wir nochmal neu würfeln dürfen. Und ein Bowser-Symbol. Sehr schön. Das heißt, es kommt zu einem schönen weiteren Duell. Hihihihi. So, was dürfen wir jetzt spielen? Bowsers Roulette-Rage. Schon wieder so ein Zufallsding. Scheiße. So, lege fest, auf welche Felder die Bomben fallen sollen. Und drehe das Rad. Mit einer Berührung stoppst du es wieder. Okay. Ich würde mal sagen, wir legen einfach los. Das Roulette dreht sich. Und dann würde ich sagen, Roulette, ups, Roulette ab. Runde Nummer 1. Platziere 3 Dinger. Hier, dort und hier. So, kann ich auch starten? Wie war denn das jetzt nochmal? Ach, jetzt startet das automatisch, oder was? Hopp. Oh, verdammt. Nur der gute Mario wird getroffen. Immerhin aber 3 Sterne Abzug, 3 Herzen Abzug. So. Los geht's und stopp. Ja, sehr gut. Beide wurden getroffen. Das heißt, nur noch Mario hat hier ein Herz übrig. Versuche natürlich jetzt bei, dass das Ganze bei ihm stehen bleibt natürlich.
Und sehr gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Timario ist am Boden. Was für eine Wendung, dass ich mal jemals für Bowser sein würde. Doppel-K.O. Bowser ist der wahre Champion. Liebe Freunde, unglaublich. Ja, Glückwunsch, der Superstar bleibt bei Bowser. Ich muss sagen, ist aber wirklich ein ganz lustiger und toller Modus, besser gesagt. Felder bis zum Ziel wären es noch 9 gewesen für das Team Mario. Macht auf jeden Fall Fun, vor allen Dingen natürlich, wenn man das mit mehreren spielt und man dann ein Team aus 4 Freunden dann einfach mal so verarschen kann und dissen kann und was nicht noch alles. Wirklich cool, muss man sagen. So, wir haben 105 Mario-Punkte nochmal bekommen, Mario-Party-Punkte. Sehr gut. Wir schauen nochmal hier auf ein paar Zahlen, Daten und Fakten und können das Ganze dann beenden. Gut. So viel also zum tollen Bowser-Modus. Wir haben dann noch anzuschauen den Amiibo-Modus, wo ich mal sehr gespannt bin, was passieren wird. Und auch noch mal ein paar Bonusspiele, die wir absolvieren dürfen und können und werden. Es wird also sehr spannend bleiben, werden und sein. Also, beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem Amiibo-Modus oder mit den Bonusspielen. Ihr dürft ruhig entscheiden. Schreibt in die Kommentare, was ihr jetzt gerne sehen wollen würdet. Und dann schauen wir mal, wie wir es machen. Gut. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Und bis dahin, macht's gut.